Ja, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie an dieser Stelle zum jetzigen JFT Live Trading TV. Ich hoffe, der Sound ist gut. Da gab es wohl jetzt einen kleinen Bug am Anfang. Wir wollen heute aber auf den Euro gegenüber dem japanischen Yen schauen, nachdem wir ja gestern schon den Euro gegenüber dem US-Dollar im Fokus hatten. Nachher wird auch nochmal der Euro sowieso interessant werden. Wir werden hier noch einige Postings erstellen, gerade wegen dem heutigen EZB-Event. Doch was macht Euro-Yen in diesem Zusammenhang? Wir haben gestern ja hier nach einem freundlichen Auftakt eine schwächere Entwicklung gesehen an dieser Stelle. Hier auch der Ausbruch aus der Asia Range. Und genau so ein Ausbruch vollzog sich heute bislang nicht. Wir sehen hier, dass das Währungspaar inmitten dieser Asia Session verläuft, also hier praktisch der asiatische, pazifische Handelsbereich, der Sektor. Das Paar bewegte sich 72 Pips und seither sind wir inmitten dieser, ja, Handelsspanne des asiatischen Kapitals gefangen. Die Frage wird eben sein, was passiert hier? Gerade vor dem EZB-Termin ist anzunehmen, dass hier wahrscheinlich im Vorfeld nicht so viel passiert. Allerdings im Nachgang, in Anführungszeichen, wenn es dann Momentumschübe gibt, beziehungsweise hier die Wolle nach oben eben ein Stück weit rauszieht, dann ist durchaus zu erwarten, dass der Markt hier natürlich ein Stück weit was abarbeitet in Form dessen, was wir hier eigentlich vor uns haben. Denn schauen wir uns hier die Average True Range an, dann bewegt sich das Paar 174 Pips. Und vom aktuellen Niveau ausgehend haben wir hier also noch 90 bis 100 Pips an Bewegungsdynamik vor uns, die im Idealfall nach oben ausgebrochen 136,80 Yen etwa im Ausdehnungsfall bedeuten würden, inklusive Ausbruch über das Vortageshoch, oder aber, wenn wir nach unten absinken, hier 134,23 Yen in Aussicht stellen. Die Gretchenfrage, was passiert nun, kann man sich hier leicht stellen, denn hier oben am heutigen Tageshoch im Hoch der Asia Range haben wir auch das Pivot Point Level bei 135,86 rund, und wenn der Preis hierüber rauszieht, bereits schon per 5-Minuten-Kerze oder 15-Minuten-Kerze, dann stehen die Chancen gut, dass das Vortageshoch anvisiert wird und dann darauf hingehend eben auch hier die Range als solche ausgereizt wird im Bereich 136,80. Die Tendenz nach oben wird hier durch zwei Sachen unterstützt. Wir haben zum einen die positive Logik, Fuzzy-Logik auf Tagesbasis, die ich Ihnen jetzt gleich mal zeige. Sehen Sie hier unten ganz, ganz starke Pattern. Wir haben hier zum Beispiel auch ein Pattern, das ist von der Erscheinungshäufigkeit mit 23% fast schon zu vernachlässigen, keine Frage. Aber eine Trefferquote von 82,6 ist eine wirkliche Hausnummer. Und hier verspricht sich eben Potenzial sogar in Richtung 137 Yen. Zweite Pattern, wesentlich relevanter und ganz klar aussagekräftig, ist jenes hier mit 64% Trefferquote, aber hier eine Anzahl von 374 Erscheinungen während der letzten 15 Jahre und hier auch mit einem Tageshoch im Bereich 136,73. Das sieht schon mal sehr bullisch aus und ist per se schon mal eine sehr, sehr schöne Annahme, und das deckt sich sozusagen auch hier mit dieser möglichen Range, die uns hier nach oben gegeben sein könnte. Am heutigen Tag haben wir dann auch noch das einzigste Manko hier im Sinne eines bärischen Tages. Natürlich sind 43% positive Schlusspreise keine 100% negative. Also insofern sind hier auch die Chancen, dass die Bullen nach oben hier einen Treffer landen können, durchaus gegeben. Aber der Wochentag ist das Einzigste, was nämlich nicht ins Bild passend, denn kommen wir noch zur nächsten Intraday-Fuzzy-Logik. Die zeige ich Ihnen auch an dieser Stelle gern, wie immer auch auf dem JFD-Desktop zu Indizes, Rohstoffen oder auch Währung eben wie heute vorgestellt. Aber jetzt hier mal speziell der Euro gegenüber dem japanischen Yen im Intraday-Verlauf. Mit der saisonal statistischen Vorausschau hier im 60-Minuten-Chart, 60-Minuten-Chart, und das zeigt natürlich im Einklang mit der Fuzzy-Vektorlogik auf Tagesbasis, dass wir hier einen Aufwärtsimpuls zu erwarten haben. Also die Tendenzen rein statistisch, rein saisonal zeigen hier bis auf den Wochentag ganz klar nach oben. Euro-Yen also auf jeden Fall ein Blick wert für den Fall, dass wir hier über den Pivot Point rausziehen. Denn der Pivot Point ist gerade im Intraday-Bereich auch sehr, sehr beliebt, und es heißt ergo, wenn der Preis über dem Pivot Point steht, werden Long-Engagements gesucht, unter dem Pivot Point sozusagen Short-Engagements. Warum? Weil der Pivot Point so eine Art Fingerabdruck des Vortages ist, ein Mittelwert letztlich, und dieser praktisch so eine Art Richtschnur darstellt für den Fall von Intraday-Preisbewegungen. Natürlich kann das Pivot Point Level auch als Widerstand gelten, das heißt, der Preis muss erstmal hier rausziehen, dann antatschen an das obere Niveau, und dann ein Abprall ist natürlich keinesfalls auszuschließen. Aber innerhalb dieser Range empfiehlt es sich erstmal hier Zurückhaltung zu üben, denn hier wildes Hin und Her kann passieren. Im Sinne dessen, dass wir hier zur EZB einen Ausbruch nach oben sehen, dann könnte es wirklich spannend werden. Wenn das natürlich dann im Sinne einer Enttäuschung alles endet und der Preis nach unten wegbricht, dann hat sich hier sicherlich die positive Fuzzy-Vektorlogik zu verabschieden, und bei einem neuen Tagestief könnte es dann eben hier auch recht zügig unterhalb von 135,15 durchaus schnell
gute 100 Pips nach unten gehen. Das muss man ganz klar auf der Agenda haben, dass das natürlich hier in beide Richtungen ausschlagen kann. Mit Fakes muss man auch rechnen. Das ist heute im EZB-Eventtag eh ein Stück weit tricky. Richtig spannend wird es sicherlich erst 13:45/14:30, wenn es dann eben hier die EZB-Action gibt. Ich würde mich darauf freuen, wenn wir uns dann nochmal hören, beziehungsweise wir gemeinsam den Markt verfolgen. Das war es im Prinzip schon an dieser Stelle für Euro-Yen. Zunächst, wir werden sehen, was der heutige Tag noch bringt. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen jetzt erstmal ein glückliches Händchen bei Ihren heutigen Handelsgeschäften und sende einen auf bald in den Äther. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.